Ich gehe jetzt erstmal zu meiner Kiste. Ja, so kann man reinzoomen. Okay. Ich könnte das Ganze auch hier unten als Minimap einblenden. Geht also doch noch. Ja, praktisch. Das sollte ich dann so lassen. So, Waffen. Ist alles okay. Ich hätte gern die Munition. Alles mal. Den nehme ich auch mal mit. Der wiegt ja nicht ganz so viel, denke ich mal. Schraubendreher. Ne, wiegt nur eins. Hammer, Taschenlampe, der Stoffrucksack. Hier will ich auch nicht unbedingt was loswerden, essensmäßig. Heilpflanzen kann ich loswerden. Stärketrank lasse ich auch mal drin. Ja, hier. Grünkappenpilz. Stöcke wieder bis auf 2. Das war gerade verkehrt rum. Ah, Stoffstücke können weg. Große Holzstücke können weg. Kohle kann weg. Flechtseil. Nageln. Armreif. Kann alles weg. Maiskolben können wir nicht roh verzehren. Die müssen gekocht werden. Blechplatten, Holzbretter sind alles weg. Gut. Dann mal wieder runter zu Kovac. Ja, mit der Minimap ist das ein bisschen angenehmer. Und ja, wir könnten theoretisch... Da können wir Wurfsachen reinwerfen. Wo ist mein Helm? Fällt mir gerade so auf. Oh, habe ich den weggepackt? Ja. Ah, abbrechen. So. Here is what I suggest. Hör zu, das wäre mein Vorschlag. Ja. Würde ich Kämpfstufe 4. Hm. Das können wir ja ganz schnell erledigen. Oder auch nicht. Puh. Ja, gut. So, selbstbebaute Knarre. Sie macht schon ein bisschen Krach. Das heißt, wir machen erstmal die Quest von dem Fuzzi da oben. Aber erstmal wechsle ich wieder die Waffe. Oh gut, die Munition merkt er sich wenigstens. Au. Und wenn ich schon mal hier bin, sollte ich mir einen Ersatzverband basteln. So, was passiert? Ah, hier kann ich einfach drüber gehen, okay. Was denn jetzt noch? Ja, verfeindete Brüder. Ich rede hier von meinem Bruder und ich spreche schlecht von ihm, das ist wohl wahr, aber er hat es verdient. Meine Mutter würde sich im Grab umdrehen, wenn sie das hier sehen würde und wenn sie wirklich tot wäre. Als Kinder standen sich Roscoe und ich sehr nahe. Wir haben alles miteinander geteilt, alles zusammen gemacht. Wir waren unzertrennlich, sogar wenn wir mit unseren Schwestern in der Stadt ausgingen oder mit unseren Freundinnen. Was wir im Übrigen sehr oft taten, das waren schöne Zeiten. Aus dem Grund suche ich ja heute nach ihm, weil ich mir Sorgen um ihn mache. Er ist seit 3 Tagen nicht nach Hause gekommen, 3 Tage. Wegen seiner Tauschgeschäfte verbringt er
viel Zeit in den gefährlichen Gebieten. Gut, mit dem Geld, das er auf dem Rücken seiner Kunden erwirtschaftet hat, konnte er sich neue Zähne leisten. Aber irgendwann wird er garantiert gefressen werden. Und ich bin dann der Erste, der auf sein Grab pisst, das kannst du mir glauben. Bis dahin wäre es gut, wenn du mal nachsehen könntest, ob er noch am Leben ist, damit wir uns noch ein letztes Mal gegenseitig anbrüllen können. Er dürfte sich im Sumpf herumtreiben, mal wieder. Bitte such nach ihm, ja? Ich werde mich äußerst großzügig zeigen, wenn du das für mich tust. Jeder braucht doch irgendwas. Finde Roscoe und bring ihn dazu, an die Seite seines Bruders zurückzukehren, bevor er gefressen wird. Roscoe und eine Säge finden. Okay. Ja, ich denke mal, mit einer Säge können wir dann unser Holz selber zersägen. So, Minimap. Da wachsen Sumpfbäume. Und das war eine Kunststoffschelle. Mehr ist hier hinten nicht. Nicht wirklich. Gut. Auch über auf unsere Gesundheit achten. Meute. Ja, Meute. Okay. Noch mehr. Okay, hier war ein kleines verstecktes Nest. Was ist eigentlich so mit mir, mit Herstellen? Kann ich mittlerweile eigentlich alles? Ne, benötigt Stufe 4 für Armbrustbolzen. Das heißt, wenn ich eine Armbrust herstellen will, muss ich eh erstmal selber Stufe 4 erreichen. So. Wir haben gelernt, die Hunde sind gefährlicher als die Menschen. Beziehungsweise die Kojoten. Ist halt die Frage, sind es Zombie-Kojoten oder sind es lebendige, will ich über Übrigen nicht herausfinden. Und da fängt der Sumpf an. Das heißt, wir werden langsamer. Wir werden sich gerade auf Land bewegen. Das Gute ist, die sind im Sumpf auch langsamer. Oder auch nicht. Au. Du weg und du weg. Ah, da kommen ja noch eine ganze Meute. So.
Okay. Du bist etwas schnell. Aber du bist tot, wenigstens. So, ich verarzte mich mal, weil so stark sind die Verbände ja auch wieder nicht. So, das war's aber jetzt mit denen hier. Oh. Na, ist ja noch eine ganze Beute. Sterb einfach. Gut. Gehen wir mal über die Brücke drüber und gucken, was auf der anderen Seite von der Brücke ist, außer noch mehr Zombie-Gedönse. Und wir haben... Ach du meine Güte. Ja. Tontauben schießen ist definitiv angenehmer. Da scheint es auch noch weiter zu gehen. Oh je. Ja, ist recht, ist recht. Hi. Zum Glück lassen sie sich ein bisschen so ausmanövrieren. Und hier geht's aus dem Sumpf wieder raus. Okay. Gut. Gucken wir uns erstmal das hier oben an. Wo ich vorhin so tatkräftig weggerannt bin. Noch weg. Und dann können wir hier durch den Sumpf auch noch durch. Ja, hier gibt es auch noch einen Weg. Jetzt bin ich aber eher mal interessiert, was da unten ist. Und ich sollte doch mal was essen. So. Irgendwo muss ich einmal Roscoe finden und ich muss noch eine Säge finden. Das hat nicht so geklappt, wie ich es wollte. Okay, ein Feld mit Heilkräutern ist auch nicht schlecht. Au.
Den habe ich jetzt totgetreten. Auch gut. Hi Jungs und Mädels. Ich muss sagen, dieses Sumpfgebiet ist jetzt gerade recht weitläufig. What the hell? Ja. Ich kann diese Schildkröte nicht töten. Okay. Gut. Oh, das sind alles Brombeeren. Sehr schön, haben wir Essen und Trinken. Oder trinken jedenfalls. Naja, ein sauberes Wasser kommen wir hier nicht ran. Jedenfalls nicht so leicht. Also müssen wir unseren Durst mit Brombeeren löschen. So, hier ist garantiert wieder eine Sackgasse. Ja. Aber ist das auch mal geklärt? Also gucken wir uns da oben weiter um. Das hier sieht nach einer soliden Sumpfhütte aus. Sondern das solid kaputten. Ach, da ist der Bruder. Wasserflasche, Schraubenzieher. Was hat er hier drin? Da ist die Säge schon mal. Hey, was willst du von mir? Ich arbeite hier. Verschwinde aus meinem Sumpf. Wie bitte? Clifton schickt dich. Hat er jetzt auch schon Diener? Wenn er sich Sorgen macht, wunderbar. Ich hoffe, er kriegt davon ein dickes, fettes Magengeschwür. Aber es wäre nicht schlimm. Ich würde ihm ein Medikament für die Schleimhaut geben, das erst kürzlich abgelaufen ist. Wenn du es siehst, sag ihm, dass ich wiederkomme, wenn er mir meinen verdammten Helm zurückgegeben hat. Er hat ihn mir geklaut, damit ich nicht mehr hier rausgehe. Und seitdem habe ich schwer eins auf den Deckel gekriegt. Ja, toll. Gucken wir uns noch hier in dem restlichen, in dem letzten Waldgebiet um. Au. Aggressives Viehzeug, ey. Gut. Das heißt, wir können zum Camp zurück. Den Quest bestätigen. Gut. Du hast Vosko gefunden. Wie geht es diesem Blödmann? Sein Helm? Was? Dieser dämliche Apfel, was für ein Kindskopf. Woher soll ich denn jetzt noch wissen, wo das Kopfverdammte Ding ist? Ich werde diesen doofen Babuhen mal danach suchen. Aber ich bin so gut wie sicher, dass ich es nicht finden werde. Ich muss unbedingt eine Lösung finden, sonst kommt dieser Schwachkopf nicht wieder zurück. Der Typ ist stur wie ein Esel. Vielleicht könntest du mir da irgendwie helfen. Ja, ich könnte. Was denn jetzt noch? Der Helm der Zwietracht. Mhm. Und wir haben Wassermangel, sehe ich gerade. Leichter Verband. Stell ich mal einen her. Essen, trinken. Wir haben Durst. Da wir genug Brombeeren haben, machen wir das Ganze so.
Und bringen noch mal das Camp auf die nächste Stufe. Und reden mal ganz kurz noch mit Kovac. Fine. Now that you've placed the Stufe des Charakters. Also meine Stufe. Das heißt, ich kann jetzt. Mit einer Säge kann ich Holzbretter zersägen auf der nächsten. Also Baumstämme zu Holz zersägen. Ihr könnt jetzt aber einfache Armbrustbolzen machen, aber noch keine Armbrust, jedenfalls nicht hier. Da müsste ich wahrscheinlich erst die Waffenkammer upgraden, um ein Rezept für eine Armbrust zu sehen überhaupt. So. Waffen. Ja. Dann würde ich sagen, grade ich das Ding einfach einmal ab. So, und dann gucken wir mal. Dass uns das nichts gebracht hat. Außer, dass wir jetzt halt Feuerstein-Munition herstellen können. Aber keine Armbrust, keine Fallen, noch nichts. Graden wir es halt nochmal ab. Gebäudestufe 4. Braucht aber einen Kupfersteigbügel. Knochenbrecher. Selbstgebauter Vorschlaghammer. Motorengehäuse, okay. Was ist mit Munition? Gebäudestufe 4, okay. Hey. Zeig mir das jetzt bitte nochmal. Pfeil und Bogen, Pfeil für Bogen. Feuersteinspitze. Gefiederter Armbrustbolzen. Für einfache Armbrustbolzen brauche ich. Ernsthaft? Da haben sie was verpeilt. Okay. Gut. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal wieder einen Cut. Und dann, wie gesagt. Oder habe ich es? Ich erwähne es nochmal am besten. Das war es jetzt mit dem Let's Show für How to Survive 2. Ich wollte einfach nochmal eine zweite Runde dranhängen, weil ich bei der ersten recht viel Spaß hatte. Aber jetzt kommen noch zwei weitere Let's Shows, und zwar von zwei Dungeon Crawlern. Der eine Dungeon Crawler, den habe ich mir schon vor einer ganzen Weile im Early Access gekauft. Der ist vor ein paar Wochen aus dem Early Access, soweit ich mitgekriegt habe, raus. Den möchte ich euch mal zeigen. Und ich habe mir vor ein paar Tagen noch einen Dungeon Crawler gekauft, die mich beide ziemlich interessieren. Die beiden möchte ich euch auch in einem Let's Show bzw. in einem Let's Test mal zeigen. Und dann werde ich mich für eins von diesen drei Objekten als mein neues Sonntagsprojekt mal entscheiden. Also. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Bis dahin.